Hallo! Die urzeitliche Welt ist hart und für alle gleichermaßen tödlich. Sowohl für Raubtiere als auch für Pflanzenfresser. Aber natürlich ist es besser, der Jäger zu sein, als die Beute. Größer, stärker und bis an die Zähne bewaffnet zu werden. Und da selbst der stärkste Einzelne immer von der Meute besiegt wird, ist es besser, sich mit jemandem zusammenzuschließen, der ebenfalls beweglich und stark ist. Selbst wenn diese Person noch vor einem Tag dein schlimmster Feind war. Können also ein Mensch und ein Dinosaurier Freunde werden? Ein kräftiger Neandertaler wartet geduldig darauf, dass ein Fisch vorbeischwimmt, um ihn mit seinem Speer zu durchbohren. Doch bald stellt sich heraus, dass auch er gejagt wird. Ein riesiges Krokodil hat ihm aufgelauert. Mit einem schnellen Sprung entkommt der Mann dem Raubtier. Der Urmensch kehrt zurück und sieht in der Ferne den vertrauten Rauch eines Lagerfeuers. Nachdem er seine Beute vor dem Pterodactylus in Sicherheit gebracht hat, entdeckt er auf dem Weg die Spuren von Raubtierechsen, die es vor ihm zum Lager geschafft haben. Er stürmt schreiend vorwärts und wirft sein hart verdientes Abendessen weg. Aber er wird es nicht mehr rechtzeitig schaffen. In seiner Wut schleudert er seinen Speer und verwundet einen der drei Dinosaurier. Die Raubtiere umzingeln den Helden, als der Anführer des Rudels sie ruft. Die Biester folgen dem Ruf und lassen den untröstlichen Vater allein. In einem Augenblick hat er sie verloren. Seine Geliebte, seinen Sohn und seine kleine Tochter. Der Held klettert auf den Gipfel einer riesigen Klippe und blickt in den Abgrund. Ein Schritt und er kann bei ihnen sein, in einer anderen Welt, aber aus irgendeinem Grund beschließt er, weiterzumachen. Die Morgendämmerung gibt den Menschen Kraft, die Erinnerung an seine Lieben wird ihn für immer begleiten. Eine andere Sache, die ihm für immer in Erinnerung bleiben wird, ist die Wut auf die Monster, die seine Familie zerfleischt haben. Am nächsten Tag sieht er eines und jagt es durch den Dschungel. Die Rache ist nah, doch als er seinen Speer hebt, sieht er, dass er sich geirrt hat. Vor ihm steht die Mutter von zwei kleinen Babys, die sie vor Gefahren beschützt, genau wie er es einst getan hat. Die Emotionen überwältigen den Mann. Doch der Moment wird von den eigentlichen Mördern unterbrochen, die auf der Suche nach neuer Beute sind. Der Held nimmt den Kampf an der Seite der Dinosauriermutter auf. Er tötet ein Raubtier mit einem Speer und einem Stein und sein neuer Verbündeter tötet das zweite. Die Babys danken dem Menschen für seine Hilfe, doch der Anführer des Rudels ist ganz in der Nähe. Er wirft die Mutter beiseite und verschlingt ihren Nachwuchs ohne zu zögern. Der gemeinsame Hass verbindet den Menschen und den Dinosaurier. Und nachdem der Held seinen Verbündeten bestiegen hat, stößt er seinen Speer direkt in das Gehirn des riesigen Raubtiers. Der Neandertaler hat seine Familie gerächt und flieht, aber der dankbare Fang holt ihn ein. Die beiden einsamen Wölfe beginnen ihre gemeinsame Reise. Sie jagen gemeinsam, aber zwei Mäuler zu stopfen, führt zu Konkurrenz. Außerdem hält das laute Schnarchen des Reptils den Menschen wach. Er erinnert sich, dass er seinen Kleinen nachts im Schein des Feuers ein Schattentheater vorführte. Am nächsten Tag versucht der hungrige und wütende Mensch, Fang von einer weiteren Beute abzubringen, aber das Dinosaurierweibchen ist schneller und nicht bereit zu teilen. Er muss sich auf einen Kampf um den Kadaver eines Rehs einlassen und verliert dabei sogar seinen treuen Speer. Beide Verbündete haben die Chance, sich gegenseitig zu erledigen, halten aber im letzten Moment inne. In der Hitze des Gefechts stolpern die Helden über eine riesige Schlangenkolonie. Der gemeinsame Feind vereint sie wieder und sie fliehen vor dem reißenden Strom des überlaufenden Flusses voller Krabbeltiere. Gemeinsam schwimmen sie hinaus und wehren die Angriffe einer Riesenschlange ab, wobei sie das Vertrauen und den Respekt des anderen gewinnen. Jetzt wird gemeinsam gejagt und das Essen gerecht geteilt. Die Reise geht weiter und der Winter hält Einzug. Eine Herde Mammuts wandert durch den Schneesturm und das älteste von ihnen bleibt zurück und wird von Mensch und Fang überfallen. Die mächtige Kreatur wehrt sich, wird aber schließlich besiegt und der Mensch erledigt es. Doch er zögert, als er die Angst in den Augen des Mammuts bemerkt. Voller Respekt nimmt er das Fell und das Fleisch sowie den einzigen Stoßzahn des Tieres mit. Die erstarrten Helden suchen sich eine Höhle, um die Nacht zu verbringen. In der Zwischenzeit findet die Herde des alten Mammuts dessen von Wölfen zerfetzten Körper. Nachdem sie die Aasfresser vertrieben haben, umringen sie den Ältesten und beginnen zu trauern. Ihr Anführer stellt fest, dass der Stoßzahn seines Verwandten verschwunden ist. Von Wut und Trauer überwältigt, folgen sie der Spur der Diebe. In der Höhle erinnert sich der Mensch daran, wie er seinem Sohn beibringt zu jagen, aber auch die Tiere zu respektieren und ihnen dankbar zu sein.
Die Mammuts finden die Protagonisten und jagen sie aus ihrem Unterschlupf, woraufhin sie Fang schnell außer Gefecht setzen. Der in die Enge getriebene, verwundete Mensch fuchtelt wild mit dem Stoßzahn herum und begreift plötzlich, dass die Tiere nur gekommen sind, um ihn sich zurückzuholen. Der Held gibt den Stoßzahn auf und die pelzigen Riesen nehmen ihn mit auf den Friedhof, wo sie sich mit einem letzten rituellen Tanz von ihrem Bruder verabschieden. Die Helden flüchten vor einem riesigen Rudel kleiner, flinker Dinosaurier. Die Echsen umzingeln die Protagonisten, aber als die Sonne untergeht, verlassen die Raubtiere plötzlich verängstigt das Gebiet. Der Mond färbt sich blutrot und ein dichter Nebel umhüllt das Land. Auf ihrer Wanderung stoßen der Mensch und Fang auf einen Schädeltempel und einen Höhlenmenschen, der den Kadaver eines Ebers trägt. Der Mann ist gestürzt und hat sich das Bein verstaucht. Er schreit und ruft nach seinem Stamm. Einer der Stammesangehörigen entkommt, wird aber sofort von einer fliegenden Kreatur gepackt. Unser Held hebt den Verwundeten mit seiner Beute auf und trägt ihn in einen Unterschlupf, aber die feigen Menschen verstecken sich und überlassen es dem Menschen und Fang, gegen ein Rudel riesiger Fledermäuse zu kämpfen. Fang tötet mehrere von ihnen, aber einem Monster gelingt es, ihn zu entwaffnen und in sein Nest zu zerren. Fang findet das Versteck auf einer Klippe, die zu hoch gelegen ist. Dann stellt sie sich tot und die Fledermäuse tragen sie nach oben. Im Inneren befinden sich viele Kokons mit toten Menschen. Es stellt sich heraus, dass sich die geflügelten Wesen die Höhle mit einer riesigen Spinne teilen, mit der sie ebenfalls eine seltsame Allianz eingegangen sind. Fang befreit ihren Freund und der Mann durchbohrt die Tarantel mit einem scharfen Horn. Mit Hilfe des Netzes machen sich die Helden auf den Weg nach unten, aber die Blutsauger kehren zurück und nehmen die Verfolgung auf. Einer der Höhlenmenschen gibt dem Menschen seinen verlorenen Speer zurück und der Reiter treibt die Fledermäuse auf das Feld hinaus, wo die Dinosaurier sie zuvor gejagt haben. Als die beiden Armeen aufeinanderprallen, fliehen Mensch und Fang so schnell sie können. Später stoßen sie auf eine schöne, ruhige Oase. Sie schlemmen Fisch und setzen sich in den Sand, um einen seltenen Moment der Ruhe zu genießen, als plötzlich ein Wurm aus dem Boden auftaucht und der Dinosaurier eine beunruhigende Erinnerung an den von Schlangen durchzogenen Fluss hat. Der Mann versucht, seinen Freund zu beruhigen. Während unser Held schwimmt, ruht sich Fang am Ufer aus. Noch als der Mann zurückkommt, stellt er fest, dass Fang verschwunden ist und erhält einen Schlag auf den Hinterkopf. Ein Affenstamm entführt die Protagonisten und hängt sie an der Wand einer Art Kolosseum auf. Die Ränder der Arena sind mit Zuschauern gefüllt und der Schamane ruft die Gorilla-Gladiatoren in die Mitte. Der Kampf beginnt, aus dem der Kämpfer mit dem Zahnkranz als Sieger hervorgeht. Die Menge klatscht Beifall. Der Champion bekommt einen Tropfen schwarzen Schleims aus der Schale des Schamanen zu trinken, wodurch er eine schreckliche Verwandlung erfährt. Fang wird in die Arena hinabgelassen und stürzt sich in den Kampf mit dem Mutanten. Aber der Feind lässt ihr keine Chance, bricht ihr das Bein und bereitet sich auf einen tödlichen Schlag vor. Der Mensch befreit sich, verwundet den Tyrannen und rettet seine Gefährtin. Aber um hier lebend herauszukommen, gibt es nur eine Lösung: die Schale mit dem Schleim. Der Mann stößt den Schamanen zurück und trinkt jeden Tropfen davon. Unglaubliche Kräfte überwältigen den Helden und blitzschnell massakriert er erst den Mutanten und dann den ganzen Stamm, sodass es keine Überlebenden gibt. Als er aus dem Wahnsinn erwacht, geht er nach Fang sehen. Sie zeigt keine Lebenszeichen mehr. In seiner Verzweiflung fällt der Mann auf die Knie. Der Held beklagt einen weiteren Verlust. Er ist bereit zu gehen, als sich herausstellt, dass seine Freundin noch lebt, wenn auch schwer verwundet. Sie wird hier nicht mehr lange überleben. Das frische Fleisch lockt bereits Aasfresser an. Der Mann hilft Fang, ihren Durst zu stillen und bedeckt ihre blutenden Wunden mit Lehm. In der Zwischenzeit finden sich immer mehr Kreaturen in der Arena ein, die fressen wollen. Der Held konstruiert eine Bahre, schiebt Fang mit letzter Kraft darauf und macht sich schwerfällig auf den Weg in den Dschungel. Seine Hände sind blutrot und die Sonne beginnt bereits unterzugehen, während in der Nähe das unheilvolle Heulen einer Hyäne zu hören ist. Der Held macht Feuer und bildet einen schützenden Kreis, sodass die Freunde schlafen können. Am Morgen schnallt der Mensch bequeme Gurte auf die Bahre, doch auf dem Weg dorthin wird er von zwei Hyänen raubtierhaft angestarrt.
Die nächste Nacht wird in einer Höhle verbracht, während draußen Raubtiere Wache halten. Auch drinnen ist es nicht sicher. Die Protagonisten sind einer Invasion fleischfressender Insekten ausgesetzt, deren Panzer mit Stacheln besetzt ist. Der Mensch wirft die Käfer auf den Rücken und macht eine Mahlzeit aus ihnen. Eine leicht erholte Fang beobachtet die Bemühungen ihres Freundes mit Dankbarkeit. Am nächsten Morgen versucht Fang aufzustehen, um nicht zur Last zu fallen. Sie braucht mehr Zeit, um stärker zu werden. Der Mann bewaffnet sich mit Schlagringen aus Insektenpanzern und zieht los, um die Hundehorde zu bekämpfen. Und schon bald schließt sich Fang seinem Freund an, um die Überlebenden in die Flucht zu schlagen. An einem anderen Tag verbringt eine Herde von Argentinosauriern friedlich ihre Zeit im Wald. Plötzlich nähert sich eine kranke Echse einem von ihnen. Bald wird auch er infiziert und verliert die Kontrolle über sich selbst. Der große Dinosaurier greift seine Verwandten an und tötet sie einen nach dem anderen. Mann und Fang entdecken den Schauplatz des Massakers. Fang wittert einen verdächtigen Geruch und der Schuldige steigt hinter den Helden auf. Sie rennen los, huschen und verstecken sich zwischen den Bäumen. Die beiden springen den Hang hinunter in eine Schlucht und ihr ungeschickter Verfolger stürzt auf den Grund der Schlucht. Die müden Protagonisten rasten in einer Gletscherspalte und im Schlaf hat unser Mensch einen Albtraum, in dem das infizierte Monster ihn und Fang beißt, wodurch ihr Fleisch verwest. Er erwacht entsetzt und zieht los, um die Schlucht zu verlassen. Fang ist von diesem Plan nicht begeistert, aber der Mensch überredet sie, weiterzugehen. Sie steigen hinab und schaffen es fast, das Monster hinter sich zu lassen, als es plötzlich wieder auftaucht und angreift. Das langhalsige Ungeheuer verursacht einen Felssturz und packt den Menschen fast, bleibt dann aber in einem engen Gang stecken. Die Freunde ziehen weiter durch den Schlund eines ruhenden Vulkans, der sie mit Funken aus kleinen Kratern verbrennt. Der Zombie-Riese bricht aus und stürmt vorwärts, zerstört den Boden unter seinen Füßen und stürzt in kochende Lava. Das verbrannte Monster bleibt entschlossen, unsere Protagonisten zu töten, sinkt aber unter dem Gewicht seines Körpers zusammen. Fasziniert sieht der Mensch zu, wie der kränkliche Riese, der von Flammen umhüllt ist, wieder zur Ruhe kommt und zu Asche wird. Mensch und Fang gehen weiter und bemerken in der Ferne helle grüne Flammen. Als sie näher kommen, sehen sie einen Kreis von Hexen, die einen Höhlenmenschen auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Mit einem Schrei rufen sie eine geheimnisvolle Gestalt herbei, die auf einem Pterodaktylus reitet. Die Oberhexe nähert sich dem Feuer und beginnt ihr Ritual. Nachdem sie sich in eine Dämonin verwandelt hat, saugt sie die Lebenskraft des Mannes und erschafft ein Kind, das sie ihren Dienern schenkt. Der Pterodaktylus bemerkt den Menschen und Fang und alarmiert den Hexenzirkel mit einem Schrei. Die Helden verstecken sich, verlieren sich aber schnell in der Dunkelheit. Die Hexe findet Fang und unterwirft ihn mit einem Zauber ihrem Willen, während der Mensch über einem erschöpften Lagerfeuer aufgehängt wird. Am nächsten Morgen kommt Fang mit einer neuen Reiterin zu ihm. Der Ruf bricht den Bann, aber die Hexe hält die Zeit an und beobachtet Fangs Erinnerungen. Sie sieht das Nest der Dinosaurierin und ihre Jungen und dann deren Tod. Jetzt ist der Mensch an der Reihe. Die Zauberin kommt in die Höhle des Helden und sieht zu, wie er bei der Geburt des Kindes hilft. Mit Schmerz sieht sie das Schicksal des Vaters, der seine Familie verloren hatte. Die Frau kehrt in ihre Hütte zurück, wo sie sich an das kleine Mädchen erinnert, das ihr nach dem Ritual geschenkt wurde. Sie spielen auf einer Blumenwiese, als die Idylle durch einen durchdringenden Schrei gestört wird. Das kleine Mädchen war von der Klippe gestürzt und hatte die Hexe mit ewigem Kummer in ihrer Seele zurückgelassen. Als es an der Zeit ist, das Ritual an dem Menschen durchzuführen, verrät die Hexe ihren Stamm und tötet den Pterodaktylus und befiehlt Fang, seinen Freund zu befreien und mit ihm in den Dschungel zu fliehen. Die Oberhexe verwandelt sich in einen Wolf und stellt sich der anderen Hexe in Form eines Raben. Sie hört auf, sich zu wehren, akzeptiert den Tod und befreit Fang von dem Bann. Im Jenseits umarmt die Frau ihre Tochter in einem Blumenfeld. In einer anderen Nacht sucht ein Säbelzahntiger nach Beute, wird aber selbst von der Dunkelheit angegriffen. Der Mensch und Fang sind in der Nähe, hören den Lärm und entdecken einen verstümmelten Kadaver.
Fang reagiert seltsam auf den Geruch und auch der Mensch ist verwirrt. Sie setzen ihren Weg fort und als die Nacht hereinbricht, greift die unbekannte Kreatur erneut an. Diesmal hat sie es auf Triceratops abgesehen. Die Protagonisten hören die Schreie der Dinosaurier, die einer nach dem anderen auseinandergerissen werden. Der Mann stürzt sich in den Kampf, aber Fang gelingt es, seinen Freund rechtzeitig aufzuhalten. Am Morgen gehen die Protagonisten auf die Jagd, aber sie spüren überall eine tödliche Gefahr. Sie entfernen sich so weit wie möglich von dem gestrigen Massaker und schauen sich weiterhin ängstlich um. Und doch erreicht sie in der Nacht das Brüllen des Ungeheuers. Sie verstecken sich im Nebel, doch der unheimliche Schatten holt sie ein und greift sie an, indem er Baumstämme zerbricht. Die Freunde versuchen, das Monster durch Schreie zu verwirren, aber sein Geheule erschreckt sie erneut bis ins Mark. Der Mensch ergreift seinen Speer und schwingt ihn verzweifelt, wobei er versehentlich einen Funken auslöst, der den Schatten aufhält. Mit dem nächsten Funken setzt er das Gras in Brand und vertreibt die Bestie in die Flucht. Nachdem sie die Schwachstelle des Feindes gefunden haben, jagen die Helden ihn und fangen ihn in einer feurigen Falle. Das Monster mit den riesigen Pranken und Krallen wird lebendig verbrannt. Sein Schrecken hat ein Ende. Bei ihrem nächsten Angelausflug stoßen die Protagonisten plötzlich auf eine Frau der Gattung Homo sapiens. Sie rennt verängstigt in den Wald, aber der Mann holt sie ein. Die Helden holen die Fremde wieder ein und lassen sich zum Zeichen des Friedens auf den Boden sinken. Der Neandertaler macht ein Feuer, um die Frau warm zu halten. Fang ist misstrauisch gegenüber ihrem neuen Begleiter, aber schließlich beruhigt sich das Trio und lässt sich für die Nacht nieder. Bevor sie zu Bett gehen, betet das Mädchen zum Mond. Die Reise geht in neuer Besetzung weiter und am nächsten Rastplatz stellt sich heraus, dass das Mädchen kein rohes Fleisch essen kann. Stattdessen sammelt sie einheimische Pflanzen, um daraus eine Art Suppe zu kochen. Deren Geruch Fang gefällt, also stiehlt sie dem Mädchen das Gemüse. Der Mann probiert auch etwas vom Gemüse, aber es beeindruckt ihn nicht. Am Abend führt das Mädchen das Ritual unter dem Mond erneut durch. Am nächsten Morgen befreit der Held seine Gefährtin von den Fesseln. Als Zeichen der Dankbarkeit verrät Mira ihren Namen, aber der Neandertaler reagiert noch nicht darauf. Unterwegs sammelt Mira Materialien und konstruiert etwas. Der Neandertaler schätzt die Fähigkeiten seiner Begleiterin und den Geschmack der Beute. Mira erzählt ihre Geschichte. Ihr Volk wurde von einem Stamm versklavt, der das Zeichen des Skorpions trug, und sie war die einzige, die entkommen konnte. Sie hinterließen ihr Zeichen auf ihrem Hinterkopf. Das Abenteuer geht weiter und Fang traut dem neuen Teammitglied zu, auf ihren Rücken zu klettern, um einen tiefen Fluss zu durchschwimmen. Der Dinosaurier ist jedoch nicht so erpicht darauf, den Berg zu erklimmen, also benutzt Mira Futterköder, um das Reptil in die Höhle zu locken. Nachts betet Mira erneut zum Mond und erzählt ihrem faszinierten Begleiter von ihrer Religion. Doch schon bald werden die Helden von einem Angriff der Pithecanthropen geweckt, die Mira entführen und an einen unbekannten Ort bringen. Sie folgen den Entführern, entdecken aber nur ihre mit Pfeilen übersäten Leichen. Die Freunde kommen an die Küste, wo sie ein Schiff mit dem Zeichen des Skorpions auf den Segeln am Horizont sehen. Den Namen der Serie findest du wie immer in der Videobeschreibung. Lass uns in der Zwischenzeit in den Kommentaren wissen. Glaubst du Miras Geschichte oder ist da etwas faul? Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit wir so oft wie möglich weitere tolle Geschichten veröffentlichen können.